Wir sind heute hier am Uniplatz in Fulda bei der Eröffnung des neuen Restaurants Hans im Glück. Wir wollen erstmal schauen, wie es so drin aussieht und wie die Burger schmecken. Eigentlich ein Ort, wo man sich entspannen kann und mal eine Auszeit genießen kann. Und man denke, also wir tun alles dafür, dass es auch ein guter Burger und eine gute Auszeit wird. Und ja, das ist so das, was wir verkörpern wollen. Einfach, dass man sich von dem stressigen Alltag mal erholen kann und entspannt seinen Burger genießen kann, ein paar leckere Cocktails trinken kann und bei uns eine schöne Zeit zu verbringen. Nicht nur einen Bereich, man geht ja in ein Restaurant, da sieht eigentlich alles gleich aus. Bei uns kann man sozusagen sagen, habt ihr noch einen Platz frei in der Insta-Lounge oder in eurem wunderschönen Häuschen? Mein Lieblingsbereich persönlich ist hier da hinten diese goldglitzernde Tapete in diesem Braunton, weil das macht so warm und wirkt irgendwie immer herzlich und die Dächer sind so offen, wirkt dann also nicht nur erdrückend mit diesem Dunklen, sondern auch offen. Wir haben alles frei, fragt einfach nach und dann versuchen wir alles möglich zu machen. Wir wollen uns heute natürlich auch vergewissern, ob der Burger hier wirklich gut schmeckt. Also habe ich mir hier so einen Falafel-Burger bestellt und ich beiß einfach erstmal rein und guck, wie er so schmeckt. Auf jeden Fall schon mal sitzt gut. Schmeckt echt gut. Knusprig. Falafel schmeckt man durch. Und echt frisch. Echt top. Wunderbar. Einfach nur köstlich. Ich habe hier einen Huhn mit einem Burger, dazu ein leckeres Brioche-Brötchen. Es ist perfekt. Was ich gut finde, wo ich die Karte aufgemacht habe, habe ich als allererstes vegane Burger gesehen und vegetarische. Und das finde ich sehr spannend, weil du vielleicht auch als fleischfressende Pflanze dann einfach hergehst und sagst, Mensch, das ist aber auch eine tolle Variante, das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Und was schön ist, du kannst dir wirklich den Burger individuell zusammenstellen. Sehr lecker, frisch und auch ausreichend für den Preis. Ich kenne Hans im Glück schon von anderen Städten und es ist vom Stil her immer sehr schön gemacht. Ich war gerade im Hans im Glück Burger testen und muss echt sagen, der Burger hat echt super geschmeckt. Das Ambiente ist total einladend und hip und das Personal sehr zuvorkommend freundlich. Also von meiner Seite aus kann ich es nur wirklich empfehlen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.